zusammen. Die neuen MacBooks. Pro-MacBooks. Oder anders, sie sind wie ehemalige Liebesbeziehungen. Man liebte und lebte zusammen durch dick und dünn, doch plötzlich veränderte sich der Partner, weil er etwas Neues wollte und ließ den anderen mit einem Haufen alter Sachen zurück, mit denen er auf einmal nichts mehr anfangen konnte. Man bog es zurecht mit Kompromissen, da man es gemeinsam irgendwie hinbekommen wollte, doch wirklich glücklich sind beide damit nicht. Was das für den neuen 2016er MacBook Pros bedeutet, erzähle ich euch heute. Direkt aus der Box gibt es Notebook, Netzteil, Ladekabel, Klopapier, fertig. Kein einziger Adapter, egal ob beim 13er oder 15er. Und damit kommen wir auch schon zum tatsächlich größten und für mich persönlich furchtbarsten Thema, die Anschlüsse. Heilige Scheiße, war ich bei der Präsentation sauer, ich war triggert und ich bin es immer noch. Ist ja toll, dass Apple gerade alles an USB-C-Adaptern günstiger anbietet. Ja, und natürlich toll, dass irgendwann in der Zukunft alle mal USB-C oder Thunderbolt 3 Geräte haben werden. Aber was ist mit heute? Wie kann man für ein Pro-Modell nach so langer Pause einfach alles an etablierten Ports oder sogar den SD-Kartenslot rausschmeißen? Sonst sind die doch auch Fans von Zwischenmodellen wie 4S, 5S, 6S, also langsamen Übergängen. Aber nein, alles weg. Und dann passt auch noch kein Anschluss modellübergreifend, weil der Rest bei Apple Lightning-Anschlüsse hat. Neue Kabel, neue Adapter kaufen, damit alles an aktuellen vorhandenen Dingen mit dem Ding funktioniert. Aber Hauptsache den Klinkenanschluss dran lassen. What the fuck? Oh, das sind übrigens Rocket Cross-Kopfhörer. Klingt gut und kann man auch mit extra Boom-Arm zum Gaming benutzen. Immerhin, Space Gray gibt es jetzt auch für die erwachseneren Modelle bei Apple. Das ist definitiv nett gegenüber dem immer gleich langweiligen Silber der Mitbewerber. Und klar, manche versuchen es auch mit Blau oder anderen Farben, aber das sieht dann meist hart nach Plastik aus. Doch trotz der Farbe und der immer wieder absolut hochwertigen Verarbeitung, den neuen MacBooks fehlt es einfach an Lebendigkeit. Mögen sie außen für manche schnittig sein, wo sind zum Beispiel kleine Lämpchen, die mir zeigen, ob noch genug Saft im Akku ist oder ob der Akku aufgeladen wird? Nein, nur noch ein Block Aluminium. Kalt, wenn ihr mich fragt. Und ja, gegenüber den bisherigen 13er und 15er Modellen sind beide im Gesamtkonstrukt geschrumpft. Alte Cases bzw. Hüllen oder Klebedeckel passen nicht mehr. Am Ende aber eine gute Sache, da jetzt der sonst große 15 Zoll Lappen wesentlich schlanker zum Arbeiten und Transportieren ist. Dafür lässt das neue 13er Modell das kleine 12er MacBook nun völlig sinnfrei erscheinen. Genauso teuer, fast genauso klein, aber wesentlich mehr unter der Haube. Aber ja, apropos, schauen wir doch mal unter die Haube. Und ja, ich habe jeweils das 13 bzw. 15 Zoll Basismodell mit einem 2 GHz i5 Dual bzw. 2,6 GHz i7 Quad-Core, aber mit jeweils 512 GB SSD. Und warum? Weil ich mir nicht mehr leisten kann. Die Dinger kosten so schon fast genau 2 bzw. 3000 Euro. Es ist neueste Technologie, also 2015er Technik, aber auf Papier im Grunde schnellster Mac ever. Mit Apple eigener Software, also Final Cut Pro X zum Beispiel, benötigt mein letztes NES Mini Classic Video so lange zum Exportieren. Natürlich mit ein paar Werten zum Vergleichen. Am Basis 2013er Mac Pro mit 12 GB Arbeitsspeicher 56 Minuten 11 Sekunden. Am Basis 2015er MacBook Pro mit 16 GB Arbeitsspeicher 19 Minuten 14 Sekunden. Am aktuellen MacBook Pro 13 Zoll mit 8 GB Arbeitsspeicher 45 Minuten 56 Sekunden. Und am aktuellen MacBook Pro 15 Zoll mit 16 GB Arbeitsspeicher 17 Minuten und 28 Sekunden. Nicht Apple Software, wie zum Beispiel After Effects, braucht für mein Alex-Kalender-Intro als ProRes 4444 mit Alpha-Export so lange. Der Mac Pro 3 Minuten 58, das 2015er MacBook Pro 4 Minuten 40, das 2016er 13 Zoll 7 Minuten 29 und das 2016er 15 Zoll 4 Minuten 58. Das ist interessant. Immerhin, dabei bleiben die aktuellen Modelle kaum hörbar, während die Lüfter der Vorgänger so richtig aufdrehen. Hier, das 2015er Modell. Und hier, das 2016er Modell. Das heißt, auch furchtbares GoPro oder hungriges Red Epic Material verarbeitet das 15 Zoll Modell ohne Probleme. Habt ihr wie ich eine externe USB 3.1 SSD oder einen USB 3.1 Stick, wie zum Beispiel den Rummer von Adam Elements, merkt ihr keinen Unterschied zu sonst auch flotten internen SSD. Wollt ihr jedoch hingegen mit dem neuen 13 Zoll Modell ernsthaft unterwegs arbeiten, dann bedenkt, dass das insgesamt nur eingeschränkt bzw. langsam funktioniert. Der Unterschied zwischen Dual und Quad-Core ist wie eh und je deutlich. Und ja, wer möchte, Gaming geht, aber nur mit dem großen MacBook Pro. Entweder speziell portierte oder halbwegs aktuelle Spiele auf kleinen HD und mittlere Details. Alles drüber ist, macht keinen Spaß. Die Displays beider Modelle sind nun merklich heller, als ob in dieser Helligkeitsleiste noch ein Punkt hinzugekommen wäre. Aber weiterhin nur in dem typischen Glossy-Stil. Warum nicht matt? Herrgott, auf dem Ding steht doch Pro drauf. Aber apropos Display, es gibt ja noch ein weiteres, neues, und zwar die Touchbar. Nein,
keine fancy Cocktailbar. Da, wo beim einfachen 13er die altbekannten Funktionstasten sitzen, gibt's beim 15er ein langes, Nicht-Retina-Display mit wackeligen, aber zuverlässigen Fingerabdrucksensorknopf am rechten Ende. Zu Beginn war es für mich eine echte Herausforderung, da ich sonst blind Lautstärke, Helligkeit und andere Dinge einstellen konnte. Jetzt muss ich jedes Mal aufmerksam hingucken. Blind geht auch nach mehreren Tagen aufgrund der fehlenden Haptik und den inkonsequenten Menüs nichts. Auch Zwischenschritte durch das Drücken zusätzlicher Schaltflächen muss man hinnehmen. Die Basics sind also eher nerviger geworden. Vorteile bringt die Leiste erst in ausgewählten Programmen durch das Anzeigen von Werkzeugen. Manche Funktionen sind unglaublich nützlich, zum Beispiel bei Final Cut Pro X. Da macht die Bar sehr viel Sinn, vor allem da seit dem Upgrade das Layout völlig für den Arsch ist. War ich am Anfang begeistert, nervt mich die komplette Umstrukturierung nur noch. Die Touchbar hilft immerhin, diese Verschlimmbesserungen zu korrigieren. Timeline im Vollbildmodus sehen oder schnell mal Keyframes setzen, weil die ständig nur am Buggen sind in der eigentlichen Oberfläche. Das ist schon nett. Aber eine Frage ist gut. Ist beispielsweise die Farbdarstellung der Touchbar zuverlässig, passend zum Bildschirm beim Thema Bildbearbeitung? Die Antwort? Weitestgehend schon. Aber das definitive Spektrum schafft nur der Monitor selbst, ist also eher als eine Art Vorschau anzusehen auf der Touchbar. Und man kann jetzt schnell auf Emojis zugreifen, wenn man schreibt, das ist cool, oder andere komische Dinge damit machen. Man könnte aber sonst natürlich noch 100 Dinge mehr machen, wie fetten Text zentrieren, Wortvorschläge und so weiter, aber komm, jedes Command B geht schneller. Da müsste mich Apple schon durch das Entfernen von Tastenkombinationen erst zu zwingen. Oh Gott, bitte nicht. Dann hätten wir noch das Touchpad. Spielen wir ein Spiel. Wie groß kann man Touchpads machen, dass bald ein iPad stattdessen reinpasst? Das Ding ist so groß, dass ich trotz Handbeinerkennung immer mal wieder spontan rechtsklicke. Puh. So wird die Haptik auf Dauer gewohnt verkrampft. Das nervt. Und wenn wir schon in der Nähe davon sind, die neue Tastatur ist ziemlich ähnlich der des kleinen MacBooks. Kurzer Anschlag, echt laut, aber dafür tippt man schneller. Effektiv, aber nichts weiter Erwähnenswertes. Was aber erwähnenswerter sein sollte? Der Klinkenstecker. Nee, Spaß. Die Lautsprecher beider Modelle. Ganz ehrlich, endlich Volumen. Notebook-Lautsprecher, die vernünftig klingen. Die des 15-Zoll-Modells taugen sogar für eine ernsthafte Beurteilung von Musik und Sound und haben deutlich wahrnehmbare Tiefen. Insgesamt punkten beide Modelle mit ausgewogenem, kaum verfälschten Gesamtklangbild durch irgendein Schickimicki. So macht tatsächlich alles, was mit Ton zu tun hat, Spaß. Oh, und der Akku? Nun, neue Technik verbraucht weniger Strom, also weniger Akku reicht, um alles schrumpfen zu lassen. Effizienzorientierte Logik, die in der Praxis immerhin funktioniert. Es ist dabei sogar egal, an welchem Anschluss ihr das Netzteil reinsteckt. Mit dem 13er schafft ihr mit einer Ladung maximal 9 Stunden, beim 15er allerhöchstens 10 Stunden. Beim Schneiden oder Zocken bleiben euch allerhöchstens 2 Stunden. Im Endeffekt liegen die neuen MacBook Pros irgendwo zwischen sinnvoll und sinnfrei. Zwar gab's endlich mal ein optisches und technisches Update, aber das, was und wie geupdatet wurde, hätte auch anders gelöst werden können. Bewährte Dinge sind weg, neue sind nun hinzugekommen, für den professionellen Einsatz ist das Adapterwirrwarr kaum sinnvoll, die Touchbar ist derweil nur Tastatur-Shortcuts als Bilderbuch und wartet auf noch nicht vorhandene sinnvolle Einsatzmöglichkeiten und der Performance-Schub ist minimal. Wer das Neueste haben möchte oder muss, der wird sich schon zwangsläufig mit den Umständen anfreunden. Alle anderen verpassen erstmal nichts. Und zum Schluss ein Video mit der 720p Webcam im 15er MacBook Pro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen zu einem neuen Video. Bis dahin, sehen wir uns auf meinen Social Media Plattformen und freut euch schon mal auf den Alex-Kalender ab dem 1. Dezember 2016. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon ganz geil. Ich bin mit meiner Latte angestoßen.